seid herzlich willkommen beim Brighton Video Magazin und dem Parkcheck zum Alligator Park. Der Park aus dem heutigen Parkcheck hat von seiner Eröffnung im Jahr 1989 bis heute immer wieder finanzielle Probleme und steht regelmäßig kurz vor dem Aus. Die Rede ist vom Alligator Park, 15 Kilometer nördlich von Metz in Frankreich. Zur Eröffnung 89 hieß der Park noch Big Bang Strumpf, mit Bezug auf die französische Version der Schlümpfe. Ein Jahr später verkaufte man an die Walibi-Gruppe, die 1991 den Park als Walibi-Strumpf bis 1998 betrieben. Im selben Jahr übernahm Premier Parks die Walibi-Gruppe und änderte den Parknamen in Walibi-Lorraine und verwarf damit vollständig das Schlumpfthema. Der Park wurde 2006 an die Brüder Claude und Didier Douavin verkauft, der damit nicht mehr zu der großen Gruppe gehörte, die zwischenzeitlich von Star Parks übernommen wurde. Bis zum Saisonende wurde der Name behalten und 2007 zum heutigen Alligator Park geändert. Inzwischen gehört der Park zu Aspro Parks. Was euch im 42 Hektar großen Park erwartet, seht ihr jetzt. Themenbereiche: Der Park Alligator ist in 5 Themenbereiche aufgeteilt. Le Monde de l'Aventure, La Porte du Temps, Le Monde des Petits, Le Monde Circulaire und The Terror House. Bis auf den Space- und Dino-Bereich sind aber keine Bereiche als richtige Themenbereiche im Park zu erkennen. Shows: Zweimal täglich gibt es im Außenbereich am See eine Comedy-Hundeshow, die hier natürlich mehr die kleineren Gäste ansprechen soll. Für die Älteren gibt es auch noch eine Zaubershow mit Tim Silver. Zwar professioneller als in manch anderen Parks, aber auch nichts Neues oder Ausgefallenes. Themen und Rundfahrten: Überraschenderweise hat der französische Park mit dem Krokodil ein paar Themen und Rundfahrten, von denen eine sogar sehr bekannt ist. L'Embarcadère solltet ihr aber nicht auf dem Schirm haben, weil dieser Magtau-Boat-Ride von 1989 so gut ist und die Kroko-Animatronics so toll singen und mal wieder internationale Klischees à la Small World aufgreifen. Nein, die Bahn ist ernsthaft eine halbe Stunde unterwegs. Wer eine 30 Minuten Bootsfahrt mag, sollte die Bahn natürlich nicht auslassen. Wie es sich gehört, gibt es auch eine Monorail im Park. Diese ist ebenfalls von Mack Rides und auch aus dem Jahr 1989. Zwar nicht die neueste und größte, aber irgendwie doch nice. Das riesige Spukschloss war bei unserem Besuch leider geschlossen und wir können nicht mehr dazu sagen. Für die Kiddies gibt es im Park auch zwei kleine Eisenbahnen. Einmal mit einer richtigen Lokomotive und zum anderen einen riesigen Wurm. Seit 2004 steht auch ein SBF Visa Convoy Race im französischen Metz. Das Ganze in schöner Safari-Optik. Schade, dass wir nicht in den Genuss des Dark Rides gekommen sind, denn an sich ist das Angebot schon eine runde Sache. Attraktion: Das Angebot an Attraktionen kann sich im Alligator Park auf jeden Fall sehen lassen. Von Spielmöglichkeiten und Kletterparcours über Karussells bis hin zum intensiven Flatride ist alles dabei. Nach dem Parkeingang folgt eine kleine Einkaufsstraße, die in den richtigen Park mündet. Und seit 1991 erreicht man so als erstes den Zierer Wellenflug 48 mit dem Namen Mistral. Läuft man nun gegen den Uhrzeigersinn durch den Park, folgt ein Hustpirat Caribbean Boat, welches ein Jahr später eröffnete. Von Anfang an stand das Zamperla-Karussell Wollinosaur im Park und war trotz des Alters schon ein wenig interaktiv. Wer es entspannt mag, kann auch eine Runde Indoor-Minigolf spielen. Für mehr Bauchkribbeln sorgt der große überdachte Holigulli auf dem Weg zum Monster. Direkt in der Nähe steht der 2007 neu angeschaffte und toll gestaltete Mack Rides Peter Pan. Direkt daneben steht auch ein kleines Piratenkarussell für die Einsteiger in das Leben der Seebären. Wo sich hier SBF Visa noch verantwortlich zeigt, kommt der Flying Bus von einer anderen italienischen Firma. 2004 stellte Zamperla Yellow Submarine in den Park. Im gleichen Jahr bekam der Park auch einen Jumping Star von Zamperla. Der 6 Meter hohe Starshooter ist natürlich nicht der einzige Drop Tower im Park. Wie in vielen Parks bietet auch der Alligator was für alle Generationen.
Mit SpaceShot hat man sich 1998 einen SMS-Shot-and-Drop in den Park gestellt. Der 55 Meter hohe Turm steht stilecht im Space-Bereich des Parks und ist zumindest von außen in Bodennähe ganz nett gestaltet. Wenn nicht viel los ist, darf man auch sitzen bleiben und wird nicht nur einmal innerhalb von 2,5 Sekunden auf die 55 Meter gebracht. Wem die Einhausung zu groß vorkommt für so einen Turm, sei gesagt, dass hier vorher ein Enterprise drin stand. Wer weniger Thrill sucht und noch klein genug ist, findet seinen Spaß bei Le Montgolfier, einem Zamperla-Samba-Ballon von 2004. Nach einigen Jahren Einlagerung des Orbiter der Schaustellerfamilie Ruf stellte man die Südseewellen 2011 in den französischen Freizeitpark. Dieser hat im Park die Rückwand des Polyp der Familie, die die Südseewellenrückwand nun beim Polyp nutzt. Der deutsche Schriftzug in einem französischen Park ist schon ein wenig skurril. Skurril ist auch auf den ersten Blick die Optik vom Zamperla Air Race. Bei G-Lock werdet ihr in einer Höhe von rund 12 Metern auf den Kopf gestellt. Aber bevor es in dieses intensive Gerät geht, bietet sich in einer Höhle eine sehr futuristische Q-Line, bei der es viele coole Details zu entdecken gibt. Aber Achtung, man stößt sich hier schnell mal den Kopf und dann geht es blutig auf den Air Race. In der Dino World findet sich auch ein hübsches und schön eingebettetes Zamperla Magic Bike Karussell, welches durch Dino Animatronics noch mehr aufgewertet wird. Schade, dass das Dino Karussell vom Anfang nicht auch in der Dino World steht. Aber da bleibt der Park sich treu, denn ein Raketenkarussell findet sich auch mitten im Park und nicht in der Space World. Ein klassisches historisches Karussell darf im Park natürlich auch nicht fehlen und kann optisch überzeugen. Etwas kleiner, aber noch cooler von der Gestaltung her, ist das Musikinstrumente-Karussell direkt am See. Für die ganz Kleinen gibt es im Park auch eine Minischiffschaukel sowie ein Krabbelparadies. Zu guter Letzt seien noch die Mugride Teacups aus dem Jahr 1992 erwähnt. Leider sehr abseits vom normalen Parkgeschehen, aber trotzdem sehr hübsch. Wasserbahn. Im Walligator Park finden sich einige Wasserbahnen. Eine davon ist sogar ein richtiges Highlight vom Park. Dino Raft ist, wie der Name schon erahnen lässt, eine Rafting-Anlage, die bereits zu Parkbeginn 1989 eröffnet wurde. Die Besonderheit ist, dass diese Anlage von Alstom gebaut wurde und später von Soquet renoviert. Das 600 Meter lange Rafting hatte neben Schlumpftheming auch eine griechische Gestaltung. Inzwischen wurde die Bahn in ein aufwendiges und sehr gutes Dino-Thema umgestaltet und bietet auch noch eine abwechslungsreiche und nasse Fahrt. Aus vielen kleinen Parks schon bekannt sind ja die Harakiri Raft Slides von Van Egtom. Aquashoot aus dem Walligator war bei uns leider geschlossen. Was natürlich in keinem Freizeitpark dieser Welt fehlen darf, ist ein Lockflume. La Rivière Sauvage wurde 1992 von Soquet im Park installiert. Die sehr kurze Bahn hat neben nur einem Drop auch eine hohe und unschöne Betonrinne. Neben den 10 Meter hohen Lockflume gibt es im Park auch einen farblich eher dezenten, nur für Kinder, der viel kleiner ist und so große Boote hat. Achterbahn. Im Walligator Park gibt es direkt vier Coaster der unterschiedlichsten Art. Direkt zu Beginn 1989 waren gleich zwei dieser im Freizeitpark verfügbar. Zum ersten Anaconda von William Cobb. Die 1200 Meter Strecke sind zwar nicht sehr ausgefallen, dennoch ganz cool. Besonders wenn sich der Achterbahnzug mit einem parallel zum Track fahrenden Regiozug ein Rennen liefert. Von vielen Schlägen kann man bei der Bahn nicht sprechen. Eher ist man froh, wenn man es bis zur Station zurückschafft. Die zweite Bahn, die seit 1989 im Park steht, ist Comet von Vekoma. Die Anlage vom Typ Hurricane hieß bis 2007 Comet Space und von 2008 bis 2013 Wally Coaster. Neben drei Inversionen und dem Vekoma-typischen Fahrverhalten solcher Bahnen sei noch erwähnt, dass die Bahn von weiß auf orange umlackiert wurde. Was in keinem Park mit einem trashigen Ruf fehlen darf, ist natürlich der obligative Big Apple. In Metz frisst sich aber kein Wurm durch den Apfel, sondern ein Krokodil. Der Rest ist wie bei allen anderen hunderten Wacky Worms. Im Jahr 2010 stellte man ein wahres Monster in den Park. Dabei handelt es sich um den B&M Inverted Coaster Monster, der aus dem Expoland nach Frankreich gezogen ist. Auf den 1200 Metern Strecke durchfährt die Bahn gleich sechs Inversionen. Die 90 km/h erreicht die Bahn durch eine Höhe von 40 Metern und ist eine Kopie vom Raptor aus dem Cedar Point. Erfreulicherweise hat man hier die Blockbremse weggelassen.
Leider hat man aber auch Stationsgebäude und Theming weggelassen. Anreise und Übernachtung. Nach einem kurzen Stück durch die Ortschaften ist der Park von der Autobahn aus gut zu erreichen und bietet reichlich Platz zum Abstellen der Fahrzeuge. Wer mit dem Zug anreisen möchte, kann dies natürlich auch machen und steigt an der Station Walligator aus. Mehr Infos zu den Linien gibt es auf der Park-Homepage. Zum Übernachten listet der Park auf seiner Seite einige Hotelpartner auf. Öffnungszeiten. Der Park ist von April bis November geöffnet und das von 10.30 Uhr bzw. 11 Uhr bis 17.30 Uhr, 18.30 Uhr bzw. 22 Uhr. Da sich hier aber auch viele Off-Days verstecken, solltet ihr die Parkseite zurate ziehen für euren Besuchstag. Preise. Preislich kann der Park voll überzeugen. Alle bis 1 Meter Körpergröße haben freien Eintritt. Alle ab 1 Metern bis 10 Jahren kommen für 21,50 Euro in den Park. Und alle ab 11 Jahren zahlen 25 Euro. Das Parken ist kostenlos im Walligator Park. Fazit: Der Walligator Park in Frankreich wird immer sehr schlecht geredet und sehr negativ dargestellt. Und ja, der Lack ist ab, es ist auch nicht mehr alles so top. Dennoch können wir das so nicht bestätigen. Zum einen wird inzwischen immer mehr renoviert und wieder hergerichtet. Der Park hat nun mal kein Geld, weil niemand dahin möchte. Dabei lohnt die Reise allein schon wegen Monster. Auch das allgemeine Attraktionsangebot ist unglaublich vielseitig und groß. Wer also nicht einen komplett durchgestylten Park braucht, sondern eine gute Zeit mit guten Rides und guten Freunden, ist in Metz richtig. Parc propre est à maison. Walligator Park.